So, moin moin und herzlich willkommen zum zweiten Spiel der Age of Empires WM. Philipp hier mit meinem Co-Caster heute. Juri alias Mr. Swordman, mich kennt ihr ja bereits aus dem ersten Spiel, heute Casting zu zweit. Genau, und heute sehen wir ein ganz besonderes Spiel, zweier, man kann es nicht anders sagen, Age of Empires Legenden. Rollo spielt hier in Blau gegen Krummerhoden, den wir schon aus dem ersten Spiel kennen, in Rot. Und starten wir einfach mal ins Spiel rein, würde ich sagen. So, wir sehen einmal die Hunnen. Für den Krummhoden, die hier gegen die Franken antreten. Standardstart mit zwei Häusern bei Rollo. Alle Schafe gefunden. Krummhoden. Da ist der erste Villager idle. Nicht optimal. Ja, es wird ja bestimmt. Oh, der zweite auch. Da ist der Wegpunkt nicht auf scharf gesetzt. Das ist natürlich erstmal schmerzhaft. Ich hoffe, kann er das korrigieren? Ich hoffe, er merkt es noch schnell genug. Es sind schon einige Sekunden. Und der dritte Blitzer, der untätig ist, leider. Aber Scouting läuft, kann man nicht anders sagen. Oh, da hat er es. Es war nicht so lange, idle. Kleiner Fauxpas am Anfang, aber es scheint behoben zu sein. Wie ich das sehe, hat er auch schon alle scharf entdeckt. Ja. Hier, wenn du... Ja. Da hat er sie auch. Tatsächlich, und der Scout... Ist ständig unterwegs. Das ist sieht unterwegs. Schon mal besser aus als im ersten Spiel. Das kann man nicht anders sagen. Rollo auf der anderen Seite. Mit 6 Leuten. Müsste jetzt noch ein Krummerhoden. Das sind einmal hochscrollen. Was? Was? Da haben wir. Hier ist Rollo. So, Rollo. Hat jetzt auch die Schäfchen entdeckt. Und auf Wood. 3 auf Wood. Das ist die Frage, was kommt jetzt als nächstes? Sehen wir einen Scout Rush? Ja, 3 auf Wood. Sieht nach einem Scout Rush aus für Rollo. Das musste Krummerhoden ja schon im ersten Spiel erleben. Vielleicht ist er ja jetzt besser darauf vorbereitet. Er wird auf jeden Fall damit rechnen. Oh, ist das ein Block? Unfassbar stark. Okay, das war zu viel des Guten. Das war nicht gewollt. Vom Prinzip her. Achso, das könnte natürlich auch sein. Sind die alle ein. Vom Prinzip her ein sehr guter Move, das Wildschwein zu blocken mit Schafen. Aber nicht wenn das Wildschwein dann komplett. Ui. Okay, alles gut gegangen. Gerettet. Wie ist das bei Krummerhoden? Ja. Er hat ein wenig das Problem, dass er die Schafe, die er findet, nicht zu seinem Town Center schickt. Und er hat hier auch weiterhin zwei Schafe, die nicht zum Town Center geschickt werden. Aber wenn wir nochmal auf seine Sicht gehen, er scoutet fleißig. Ja, definitiv. Er hat momentan auch die Punkteführung. Was ist tatsächlich? Er muss auch keine Häuser bauen. Wir können Vorteil. Ja mal schauen. Villager haben wir bei Krummerhoden 14, führt gegenüber Rollo. Rollo mit 13 derzeit. Der da etwa vergessen zu produzieren. Das könnte tatsächlich sein. Aber er hat alle Schafe beisammen. Hat jetzt 3 auf Berries. Ja, und er weiterhin 3 auf Holz. Es sieht noch nach einem Scout Rush aus. Währenddessen wird weiterhin gescoutet. Könnte er so langsam die gegnerische Basis entdecken. Und die Schafe. Oh. Jetzt die große Frage. Wie wird Rollo reagieren? Ist er ein Ehrenmann? Schickt er ihm seine Schäfchen zu? Dem krummen Hoden? Aber es wäre nicht so schlimm. Es sind eh keine Villager da, die... Ja, die sind jetzt derzeit alle auf Berries. Bis auf 2 auf Holz. Das ist eine... Krummerhoden wieder mit einer sehr alternativen Taktik am Start. Vielleicht führt sie zum Ziel. Oh, Ehrenmann Rollo. Ehrenmann. Er schickt die Schäfchen tatsächlich zu Krummerhoden. Das hätte Krummerhoden von alleine wahrscheinlich gar nicht gemacht. Von daher war das
Oh, aber es sind keine Villager da, um sie... doch, jetzt. Jetzt hat er sie. Okay. Jetzt dürfte er sich die auch das Fleisch ernten. Aber jetzt kommt... Was kommt jetzt? Und holt sich den Bohr. Mit Zweien. Das hat er im ersten Spiel auch schon gezeigt. Er muss die... Oh nein! Er verliert ihn. Oh nein, er verliert ihn. Dann auch. Oh nein, das die Villager-Führung ist wahrscheinlich jetzt hinüber. Ja. Nee. Immer noch ein mehr. Was hat Rollo denn gemacht? Rollo? Ja. Er switcht gerade mehr auf Holz. Sieht doch nicht nach einem Scout Rush aus derzeit. Tatsächlich. Er hat auch noch nicht genug. Ah doch, er ist auf dem Weg. Okay, doch. 21. Ja, er ist schon auf dem Weg. Okay, alles klar. Mit 20 Villagern. Ja, switch mal bitte auf Krummer Hoden. Ich würde gerne mal sehen. Krummer Hoden. Er hat den Bohr aber noch bekommen. Ja. Aber Krummer Hoden noch nicht unterwegs. Aber der zweite Bohr, der könnte ohne ein Villager. Aber das sieht schon besser aus. Das sieht gut aus. Den hat er. Leider etwas weit weg vom Town Center, aber na gut. Aber auch noch weit davon entfernt, in die Feudalzeit zu gehen, das könnte wieder ein übler Scout Rush werden. Und hat er seinen Gegner schon gefunden? Na, auch er weiß, wo der Gegner ist. Ich würde sagen, hier erwarten wir den die erste, die Barracks steht. Von der Nahrung, da könnten gleich ein paar Scouts kommen. Ja, mal schauen, ob da gleich der Stall zum Vorschein kommt. Jetzt ist es soweit. So, Haus steht, was kommt als nächstes? Und da ist der befürchtete Stall. Und was kann Krummerhoden da gleich entgegensetzen? Geht er da tatsächlich aufs Tier? Er geht aufs Tier. Aber er hat auch einige Idle Villagers immer noch. Ja. Aber die schickt er jetzt auch los. Die Frage ist nur, wie wird er sich gleich verteidigen, wenn die Scouts dann kommen? Er hat allerdings über 500 Nahrung. Er könnte hochklicken. Er hat hochgeklickt. Er ist schon unterwegs. Aber wir sind noch in der Ansicht von Rollo. Deswegen Krummerhoden schon ein Viertel auf dem Weg in die Feudalzeit. Okay, aber jetzt hier kommen wahrscheinlich gleich die gefürchteten Scouts. Oh ja. Drei in Produktion. Könnten auch mehr sein. Nahrung ist da. Er will. Wegpunkt schon direkt offensiv gesetzt. Er läuft los. Guck mal, Ruden braucht noch. Hey, hier ist auch schon ein Scout. Und gleichzeitig guck mal, Rudens. Nein! Da wurde er erwischt. Und da kommt der Angriff. Der erste Angriff. Kann er den Villager? Mit einem Scout? Oh nein. Da hat er ihn geholt. Erster Kill für Rollo. Aber jetzt kommt die Villager. Micro. Keine Micro. Doch. Es könnten noch. Da kommen wir Hoden jetzt in der Feudalzeit. Aber die Villager. Leider noch. Hat er viele jetzt auf Holz, und er hat einige auf Gold. Er braucht jetzt Verteidigung. Er braucht die Barracks. Weil Rollo auch momentan nicht sehr aktiv mit den Scouts. Er sammelt vielleicht noch. Hat er welche in der Produktion? Nee, es kommen mehr. Es kommt tatsächlich mehr. Es kommen mehr. Zwei mehr. Aber auch hier hat er einige Villager, die nicht so viel tun. Aber das Dorfzentrum produziert weiter. Ja, das ist gut. Aber jetzt hat er es bemerkt. Und hier geht's schon wieder los. Guck mal, quartiert ein. Da wird Rollo. Rollo verliert da wohl ein Scout. Einer weg. Das tut natürlich weh. Okay. Werden die Barracks schon gebaut? Ist die Frage. Noch nicht. Tatsächlich noch. Da oben greifen die Scouts wieder an. Aber gleichzeitig zwei auf Gold. Er kann eins verlieren und hat immer noch Gold.
Die Frage ist, wofür setzt er sein Gold ein? Er braucht jetzt die Barracks. Er braucht sie. Da, das sieht doch nach Barracks aus, oder was baut er da? Barracks, ja. Defensivverteidigung. Ist erstmal nicht verkehrt. Er braucht auf jeden Fall die Pikemen jetzt. Währenddessen weitere Scouts auf dem Weg. Die Dorfglocke. Und Barrick die Barracks steht. Kommen die Pikemen. Nein, er macht die Soldaten. Keine gute Entscheidung gegen die Scouts. Da kommt der Defensiv-Tower. Hätte ich woanders platziert, muss ich ehrlich gestehen, so nah am Town Center, aber... Er sichert die... Vorbei, da gibt's gar keine Nahrung mehr. Nee. Was sichert er denn? Er sichert die Felder, die er dann natürlich expandieren möchte Richtung Norden. Ja, aber der Turm macht seinen Job. Ja. Tatsächlich, Rollo läuft rein. Oh, Rollo. Auf jeden Fall ein Scout verloren. Aber er stresst natürlich überall. Aber hätte er jetzt statt Milizsoldaten Spearmen, das wäre natürlich einiges besser. Definitiv. Aber er macht weiter Milizsoldaten. Währenddessen, was kann man zu Rollo? Rollos Wirtschaft läuft an. Ja. Die Felder stehen. Er ist aktiv. Produziert momentan allerdings auch kein Militär mehr. Ja, dabei hält er die Nahrung. Die Nahrung ist da. Ja, gut. Er sehr viel schon Holz. Auf die Ritter. Sehr viel Holz. Ein bisschen zu viel Holz vielleicht. Oder will er gleich auf Bogenschützen gehen? Gegen die Milizsoldaten. Wobei da auch seine Scouts gut sind. Population 41 zu 24. Es sieht tatsächlich deutlich aus. Was hat Komahon davor? Da gehen einige Villager auf Wanderschaft. Sneaky Angriff. Was wird das? Tower Rush? Oh, das sind aber einige Villager, die da unterwegs sind. Fast alle. Ein paar hat er noch da. Er ist weiterhin auf Gold. Und Rollo sieht's nicht, er läuft anders. Er sieht's nicht. Aber... Oh. Ein Holz. Ich habe was anderes erwartet. Sie hatten Holz. Okay. Er hat kein Holz. Oh nein, er hat nicht genug Holz für den Holzverlagen. Oh nein. Jetzt laufen die alle wieder zurück. Das könnte schmerzhaft werden. Wenn Rollo das sieht. Zwei Scouts unterwegs. Er sieht es. Er läuft aber vorbei. Er sieht es nicht. Jetzt. Er hätte es aber sehen müssen. Ja, jetzt. Das ist natürlich bitter, dass man nicht genügend für eine Holzfällerlage hat. Und jetzt werden sie alle... Nein, das wird nicht reichen. Doch. Er könnte jetzt wieder ein Holzfällerlager bauen, aber man muss ehrlich sagen, er ist recht weit zurück. Der Tower war zu zentral. Hätte er den näher an seine Woodline gebaut, hätte er seine Villager verteidigen können. Oder mit Spearman. Er hätte tatsächlich gar... Er macht weiterhin baut der Milizsoldaten. Aber was machen die Villager jetzt? Gehen Richtung Westen? Aber ich ver... Clever. Außerhalb der Reichweite in Holzfällerlager. Das ist nicht so schlecht. Ja. Das muss Rollo erstmal erspähen. Ja, allerdings kann Rollo hier relativ einfach bei seinen Scouts bleiben, denn gegen die Milizsoldaten... Ja, da muss der Switch irgendwann kommen auf die Pikemen und Rollo auf dem Weg in die Castle Age. Und weiterhin mit Scouts. Ja, das wird schwierig für Krummerhoden, da nochmal zurück ins Spiel zu finden. Ja, er hat natürlich jetzt wieder Holz, ein bisschen Gold. Wollen wir einmal switchen auf seine Rohstoffe? Wie das da aussieht bei Krummerhoden. Ah, Gold ist genug da. Er braucht die Nahrung. Er hat auch keine Felder. Nicht viele zumindest. Nee.
Aber hier ist wieder ein Scout gefallen. Ja. Da sind die Spearmen. Der erste Spearman ist da. Okay, da ist der Switch, der Switch. Er kommt spät, aber kommt er noch rechtzeitig? Das ist nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt von Kummer. Und der erste Scout. Und hier ist der nächste. Da muss Rollo sich auch was anderes überlegen. Ja, der nächste Scout fällt. Zwei Spearmen sind auf der Map. Ah, jetzt muss er natürlich seine Gold... Nee. Rollo? Doch, Rollo sieht sie. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Rollo jetzt in der Castle Age. Und er geht auf Bogenschützen. Er reagiert sofort auf die Spearmen. Vom Krummhuden. Was ist das? Archery Range. Eieiei. Und gleichzeitig schon in der Schmiede. Man muss auch sagen, die Upgrades. Krummhudens Dorfzentrum öfters mal idle. Also. Er geht auf berittene Bogenschützen. Interessant. Interessant. Wer jetzt genug Holz hat er? Seine Scouts weiterhin aktiv, aber. Die Spearmen machen da jetzt schon einen guten Job. Und hier kommt wieder ein Villager forward. Da ist er Haus. Was hat er vor, der Villager? Da kommen die Briten im Bogenschützen. Das könnte jetzt sehr wehtun. Und der Villager ist auch auf jeden Fall entdeckt und hat nicht mehr besonders viel Leben. Der wird es leider nicht schaffen. Einmal sieht hier die Fog of War. Also er sieht, dass es ein Holzfällerlager gibt. Oh, da kommen die Milizen und den Spearman direkt rausgenommen. Das ist brutal. Das ist brutal. Ja, und jetzt kommen immer mehr. Okay. Das wird jetzt schwer für Krummhuden. Da können die Milizsoldaten leider nicht mehr viel ausrichten. Ja. Sie fallen. Und jetzt wahrscheinlich auch die Woodline von Krummhuden. Weil er baut einen Stall. Er reagiert wieder. Aber es ist nicht ein wenig zu spät. Er kann auch nur Scouts machen. Er ist auch immer noch nicht in der Ritterzeit. Hat er denn die Rohstoffe dafür? Die Holzfäller entdeckt. Irgendwas sagt mir, das ist nur noch eine Frage der Zeit ist. Ja. Krummhuden jetzt bis auf, wer ist hier unten? Oh, noch ein Villager. Was hat sie ganz in der Ecke? Vielleicht ein Holzfällerlager. Oh, also hat er gleich wieder Holz. Also das ist jedenfalls nicht verkehrt, dass er versucht sich dazu, aber die anderen Holzfäller dann den Zielpunkt nicht dahinsetzen, dass sie da in die Arme laufen von der Armee. Und die Dorfglocke. Oh, Siege Workshop von Rollo. Das könnte es jetzt auch gewesen sein. Forward. Das Dorfzentrum wird nicht mehr lange halten. Krummhuden auch nicht mehr bei so wirklich vielen Leuten. 9 Villagern steht er aktuell noch. Food leider auch noch sehr weit weg von der Castle Age. Gold hätte er genug. Sieht nach GG aus. Ja, muss man leider fast so sagen. Und einige berittene Bogenschützen am Start. Ich sehe da leider auch keinen Ausweg mehr für Krummhuden. Da kommt der erste Rambok. Währenddessen kann Rollo weiter boomen. Universität gebaut. Sieht sehr solide aus bei ihm. Zweites Dorfzentrum, Wirtschaft wird aufgebaut. Und der Turm wird fallen. Und da wird er repariert, aber das wird nicht reichen. Aber er nimmt die Milizsoldaten nicht raus. Das heißt, auch der Rambok wird wahrscheinlich fallen. Das hätte auf jeden Fall verhindert werden können. Und jetzt die Milizsoldaten fallen. Und damit schwinden die Hoffnungen für Krummhuden immer weiter. Ja.
Der Hamburg geht direkt aufs TC. Wird auch angegriffen. Er könnte jetzt, der Rollo könnte da jetzt eigentlich auch mit den Bogenschützen unter das TC gehen. Das würden sie wahrscheinlich auch schaffen. Ja, er versucht die Villager zu snipen. Jetzt kommt. Das war's wohl. Es gibt immer noch einen Villager unten in der Ecke, der Holz holt. Der wird das Spiel aber nicht drehen können. Wobei, jetzt kommt ein zweiter. Ein zweiter läuft dazu. Oh, aber der Weg ist abgeschnitten, er ist umzingelt. Jetzt von allen Seiten. Ja. Aber noch ist das GG. Noch fair. Nicht erreicht. Im Vergleich zum ersten Spiel versucht Kummerhuden alles. Man muss sagen, es ist eine Steigerung zum ersten Spiel. Er ist in der Feudalzeit. Er hat aber. Da ist das GG. Deine Villager Bar dann doch. Das Spiel ist vorbei. Das zweite der Age of Empires 2 Weltmeisterschaft. Ja. Sortido. Ja, Ihre Meinung. Es war interessant, aber es war tatsächlich eindeutig, muss man auch sagen. Der krumme Huden hat. Er ist nicht in die Offensive gegangen. Bei den Villagern, die er da vorwärts geschickt hat, da dachte ich kurz, oh. Das könnte was werden. Das könnte was werden, aber dann am Ende leider. Wobei der Anfang. War Krummerhuhn tatsächlich auch kurzzeitig vorne? Er hatte auch mehr Villager tatsächlich. Ja. Also das muss man sagen. Da hat Rollo sicherlich irgendwo einen Fehler gemacht. Aber ich kann ja nochmal auf die Map zurück. Aber er hat es nicht ausgenutzt. Die Base von Rollo begutachten. Das sieht schon ein bisschen gemauert. 2 TC. Recht offensiv gespielt. Oh, da noch das Gold. Ja, da wäre natürlich einfache Raids möglich gewesen. Für Rollo. Ja, für Krummerhuden, aber da kamen die. Ja, Krummerhuden. Scouts. Leider einige Fehler zu viel gemacht. Wir blenden euch gleich auch nochmal die Übersicht ein. Ja, schauen wir erstmal auf die Statistiken. Da sieht Rollo hat tatsächlich. Überall gewonnen. Überall recht deutlich gewonnen. Militär. Mhm. Ja. 11 Einheiten allerdings auch verloren. Ich glaube, das waren alles Scouts. Ja. Der Tower hat ein paar rausgenommen. Dann, als die endlich die Spearmen da waren, auch hin und wieder ein Scout gesniped. Ja. Krummerhuden auch nicht auf Stone unterwegs gewesen. Also der Forward Tower Rush hätte auch nicht wirklich funktioniert. Und ja. Ja, ich würde sagen. Bis zur Feudalzeit von Rollo war es noch halbwegs ausgeglichen. Ja, aber dann mit dem Angriff war es schnell vorbei. Ja, das muss man leider so sagen. Dafür, dass der Krummerhuden so lange in der dunklen Zeit gewesen ist, hätte er eine Mauer bauen müssen. So war da natürlich dann recht einfach. Recht. Einfach anzugreifen. Da sieht man, bis zur Feudalzeit war es tatsächlich ausgeglichen. Ja. Sogar ein Tick mehr für Krummerhuden, was die Villager angeht. Ja. Und dann, naja, nach den ersten Angriffen ging es halt stetig bergab. Ja. Also, wir haben jetzt zwei hochinteressante drei Spieler gesehen, zwei interessante Spiele, ja. Krummerhuden wird es schwierig, ins Halbfinale dieser WM einzuziehen. Ja, nach zwei Niederlagen zum Start natürlich nicht so einfach. Jedoch, wenn er sich weiterhin steigert, kann er vielleicht noch einen Sieg holen oder zwei. Ja, es kommen ja noch andere Kaliber auch, wo tendenziell was drin ist vielleicht. Wir werden sehen. Das nächste Match bestreitet auf jeden Fall Lord Tido gegen Clemens, laut Plan derzeit. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Ja, es wird wahrscheinlich ein etwas engeres Spiel, hoffe ich zumindest. Davon gehe ich aus, derzeit, muss ich sagen. Und ja, hier nochmal die Übersicht. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Ja, bleibt dran, wenn ihr weiter so hochklassige Matches sehen wollt. Ciao, ciao. Tschüss, euer Mr. Soldman.